Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben wieder einmal einen wunderbaren Antrag der AfD hier zu behandeln. Und ich muss Ihnen sagen, Ihr Timing ist wirklich außerordentlich bemerkenswert. Wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der das Bundesamt für Verfassungsschutz und das BKA massiv die Stellen hochfährt in der Rechtsextremismusprävention. Erst vor kurzem, Herr Baumann, hören Sie bitte zu, Sie machen sich ja selber lächerlich. Erst vor kurzem hat ein bekennender Rechtsextremist Walter Lübcke erschossen. Und heute, machen Sie bitte Ihr Twitter auf, und heute hat Mike Moring eine ähnliche Morddrohung erhalten aus genau dem gleichen Lager. Und Sie machen hier eine Debatte zur Antifa. Und ich möchte Ihnen etwas sagen. Es braucht nun wirklich keine AfD in diesem Haus, um uns zu erklären, wie man den Rechtsstaat schützt, insbesondere auch vor Linksextremisten und der Antifa. Denn hören Sie doch zu. Natürlich haben wir ein Problem mit der Antifa in unserem Land, und das diskutiert auch keiner. Und es wird Ihnen gefallen, warten Sie doch einfach ab, Sie geben mir nur mehr Redezeit. Das Problem der Antifa ist auch bis hierher in unseren Deutschen Bundestag vorgedrungen, denn die Linke unterhält maßgeblich die Kontaktstelle Soziale Bewegung. Und dort sagt sie selbst auf ihrer Homepage, wir sorgen mit dieser Kontaktstelle dafür, dass Proteste auch der Antifa bei uns gehört werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, ich frage Sie, warum gibt man einer Organisation Gehör, die unsere Polizisten verletzt, Autos anzündet, Politiker bedroht und öffentlich die Sicherheit unseres Landes gefährdet? Seit Jahren wird die Antifa vom Verfassungsschutz beobachtet, und das zu Recht. Heiligendamm, die EZB-Eröffnung und der G20-Gipfel in Hamburg haben gezeigt, wozu die Antifa mit all ihren Untergruppierungen fähig ist. Das ist ganz klar abzulehnen und auch verfassungsfeindlich. Dennoch hält die amtierende Vorsitzende der Linkspartei, ich sehe sie gerade nicht, Frau Kipping, das nicht davon ab, im Nachgang des G8-Gipfels folgendes Zitat zu äußern. Die Gipfelproteste haben bei mir zu einem großen Vorrat an Zuversicht geführt. Das macht mutiger und radikaler. Meine Damen und Herren, bei den Protesten, bei dem Gipfel in Heiligendamm wurden über 1.000 Menschen verletzt, darunter 430 Polizisten und 30 Polizeibeamte, darunter schwer. Was ist das für ein Demokratieverständnis, meine lieben Damen und Herren von der Linkspartei? Sie haben der Antifa ein verlässliches Sprachrohr hier im Herzen unserer Demokratie geschaffen. Doch, warten Sie. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion. Ja, selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für die Möglichkeit dieser Zwischenfrage. Wir beobachten ja in der letzten Zeit diverse Demonstrationen der Initiative Unteilbar, teilweise angemeldet von Anwälten der Roten Hilfe, vom Verfassungsschutz beobachtet, organisiert von der deutschlandfeindlichen, linksextremistischen und verfassungsfeindlichen Gruppierung der Antifa oder Antifa-Gruppierungen, von der interventionistischen Linken unter anderem eben auch. In Dresden ist bei einer solchen Demonstration Herr Olaf Scholz, der Vizekanzler, wie auch Herr Ralf Stegner und andere maßgebliche Persönlichkeiten der Linken, Roten und Grünen dabei gewesen. Und ich würde Sie gern fragen, wie Sie das beurteilen, dass Ihr Koalitionspartner mit wesentlichen Persönlichkeiten hier bei einer solchen Veranstaltung mitläuft. Das würde doch viele Menschen in diesem Land interessieren. Dankeschön. Vielen Dank für die Zwischenfrage. Die Antwort ist ganz klar, und das ist übrigens dieselbe, die die CDU seit ihrer Gründung immer wiederholt. Wir arbeiten mit keinen Extremisten, weder links noch rechts zusammen, und wir verurteilen jeden, der sich davon nicht distanziert. Das ist eine ganz klare Aussage. Aber vielen Dank, damit Sie nicht denken, das ist hier eine einseitige Schelte der Linkspartei. Wir haben nicht nur ein Problem mit der Antifa hier im Deutschen Bundestag, wir haben auch ein Problem mit den Neurechten der identitären Bewegung und der sogenannten rechtsextremistischen Szene, denn
Sie, liebe AfD, geben auch diesen Einsprachrohr. Und Sie sagen in Ihrem Antrag, Sie arbeiten weder mit den Rechten noch mit den Linken zusammen und Sie möchten gerne, dass alle Arten von Extremismus verurteilt werden. Leider ist es so, seit Ihrer Zeit hier im Deutschen Bundestag haben Sie nicht einen einzigen Antrag gestellt, der da lautet, Rechtsextremismus bekämpfen oder die identitäre Bewegung bekämpfen. Das haben Sie nicht getan. Und das lässt mich zweifeln an Ihrer wirklichen Intention. Wenn dem also so ist, dass es Ihnen hier nur darum geht, einseitig auf ein Problem hinzuweisen, dann muss man sich die Frage stellen, welchen Sinn macht Ihre Debatte heute? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht um die Landtagswahl in Thüringen geht. Mag sein, aber dann muss ich Sie enttäuschen. Denn wer sich wirklich von Extremismus abgrenzen will, der verurteilt sowohl die Rechten als auch die Linken. Und das nicht nur mit Worten und auch mit Taten. Und das macht aktuell nur die CDU, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. In Thüringen regiert momentan die Linke in einer rot-rot-grünen Regierung und somit sitzen dort die Sympathisanten der Antifa in der Regierung. Ich bin der festen Überzeugung, das muss sich am 27. Oktober ändern. Und dafür drücke ich Mike Moring mit seiner Thüringer CDU fest die Daumen und wünsche ihm alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Unter Hinweis auf Ihr Alleinstellungsmerkmal gebe ich jetzt das Wort der Kollegin Linda Teutelberg, FDP.